Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Neuzugänge-Video für den letzten Monat des Jahres 2019. Und ihr habt schon im Thumbnail gesehen, es sind einige Bücher, 13 an der Zahl. Es waren 4 Rezensionsexemplare dabei, ein Weihnachtsgeschenk und den Rest habe ich gebraucht über Medimops und Rebuy bestellt, denn ich war ja in Deutschland gewesen im Dezember, um meine Familie zu besuchen. Und dann nutze ich meistens die Gelegenheit, eine Bestellung zu machen, die nach Deutschland liefert und nirgendwo anders hin. Und es ist dann oft gefährlich, denn ich denke so, ja, ich bin ja nicht ganz so oft da und dann bestelle ich meistens zu viele Bücher. Und so war es auch dieses Mal. Und so kamen diese 13 zusammen. Ich zeige euch jetzt mal nach und nach die einzelnen Bücher. Ich versuche, mich so ein bisschen zu beeilen, damit das Video nicht ewig lange wird. Aber wir werden sehen. Ich bin oft nicht ganz so geschickt darin, mich zu beeilen. Bei den ersten beiden Büchern aber, denke ich, wird es gar nicht so lange dauern, denn die habe ich bereits gelesen. Es gibt eine Rezension in meinem Vlog, in diesem weihnachtlichen Vlog, den ich gemacht habe. Und auch im Lesemonat könnt ihr sie nochmal sehen, deswegen hier nur ganz kurz. Sie waren beides Rezensionsexemplare. Zum einen hier von L. Frank Baum, die abenteuerliche Geschichte des Weihnachtsmannes. Das Buch habe ich aus dem Reklamenverlag bekommen. Und es ist ein Klassiker vom Autor, der die Geschichte von Oz geschrieben hat. Und auch hier ist die Biografie des Weihnachtsmanns ganz fantasievoll und etwas magisch erzählt. Er wird als Findelkind in einem magischen alten Wald gefunden und wird dann dort von den Waldnymphen aufgezogen. Er ist der einzige Sterbliche in dem Wald und irgendwann setzt er sich dann doch so ein bisschen mehr mit den Menschen auseinander, denn er ist der einzige seiner Art und möchte gerne mehr kennenlernen. Und er hat besonderes Interesse an den Kindern, denn er bemerkt, dass die Kinder ziemlich vernachlässigt sind und kein sehr schönes Leben haben, und er möchte ihnen das Leben so ein bisschen erleichtern, um sie auf ein Erwachsenenleben, ein erfolgreiches und Erwachsenenleben vorzubereiten und sie ein bisschen zu stärken. Und so gründet er eine Spielwarenmanufaktur. mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. Es wird auch noch ein bisschen spannend, und wie er zu den Rentieren kommt, das könnt ihr in dem Buch lesen. Und das andere Buch ist auch ein weihnachtliches Rezensionsexemplar, hier aus dem CBT, einer Weihnachtskarte von der lieben Nicole, hier aus dem CBT-Verlag von Tom Fletcher, der Weihnachtusaurus. Das ist der erste Teil einer mittlerweile zweiteiligen Reihe um einen weihnachtlichen Dinosaurier, der am Nordpol aus einem Ei schlüpft, vom Weihnachtsmann ausgebrütet wird und dann dort mit den Wichteln und dem Weihnachtsmann aufwächst. Er fühlt sich aber ziemlich alleine, denn auch er ist der einzige seiner Art und es gibt keinen anderen Saurier. Dann gibt es noch den kleinen Jungen William, der sich auch so ein bisschen alleine fühlt. Er hat seine Mutter verloren, er selbst ist im Rollstuhl und wird von seinen Mitschülern einfach an einem Mädchen ziemlich gehänselt. Und er ist ein riesiger Saurier-Fan, sodass dann natürlich die beiden irgendwie sich über den Weg laufen müssen und wie das vonstatten geht und was dann noch so alles auf sie zukommt, welche Abenteuer und wie spannend es noch wird, auch das könnt ihr in dem Buch lesen. Dann machen wir doch auch gleich weiter mit den nächsten beiden Rezensionsexemplaren. Die sind beide aus dem BTW-Verlag. Ihr habt vielleicht schon in meinen letzten paar Neuzugangsvideos, was ist denn heute los, gesehen, dass ich mir so ein paar Bücher über das Wandern und das Draußensein, die Natur zugelegt habe. Und in dieses Schema passt auch dieses Buch von Nick Hunt, mit dem Wind, Wanderungen vom Atlantik bis zum Mittelmeer. Und das sollen besondere Wanderbeschreibungen sein, die alle
Naturphänomene und die Landschaft mehr im Zentrum haben, aber auch sich auf die Menschen beziehen, die diese Landschaften bewohnen. Es soll allerdings mehr so um diese Landschaften gehen, als um das Innenleben des Autors. Und das fand ich auch ganz interessant. Und das andere ist auch naturbezogen von Lotte Möller, einer schwedischen Schriftstellerin und Imkerin. Und sie hat hier ein Buch über Bienen geschrieben, wie Bienen und Menschen zueinander fanden. Ein Streifzug durch Jahrhunderte und Jahreszeiten. Und das ist auch ein Sachbuch über das Zusammenleben von Menschen und Bienen, wie auch Bienen in unserer Popkultur und in Geschichten Einzug gefunden haben. Und das Buch ist auch sehr schön bebildert. Also hier sind wirklich immer wieder Bilder drin. Ja, und hier verspreche ich mir auch so ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Bei uns hier in der Nähe, also wirklich nur die Straße runter, gibt es ein paar Bienenstöcke. Und manchmal schwirren die auch bei uns so auf dem Balkon herum. Und ich frage mich auch immer, welche Pflanzen vielleicht ich pflanzen sollte, die sowohl Bienen- als auch katzenfreundlich sind. Denn viele sind giftig für Katzen. Also wir haben eigentlich nur noch Gemüse und Obst auf dem Balkon. Und vielleicht erfahre ich auch hier so ein bisschen was dazu. Dann gebrauchte Bücher, die ich bestellt habe. Ihr wisst ja, dass ich einen Real-Life-Buchclub habe und wir haben uns als Thema für unser nächstes Buch Japan ausgesucht und jeder hat so ein paar Vorschläge gemacht und ich fand die Vorschläge so interessant, dass ich nicht nur das Buch gekauft habe, das hatte ich eigentlich schon im Regal, also nicht nur das Buch, das wir lesen werden, sondern auch noch ein paar andere Bücher von den Vorschlägen haben mich so interessiert, dass ich mich hier noch für zwei weitere Bücher entschieden habe. Zum einen hier Lost Japan von Alex Kerr. Das ist ein US-Amerikaner, der allerdings in Japan schon viele Jahre gelebt hat und auch das Japanische studiert hat und dieses Buch eigentlich in Japanisch verfasst hat und das ist jetzt hier die englische Übersetzung. Und hier geht es eben um Japan, seine Erfahrungen mit Japan, wie sich Japan verändert hat und auch wie er sich so als Gaijin, also als Ausländer in Japan zurechtfindet. Und dann noch eine Geschichte oder eine Erzählung, ein Roman von Hiromi Kawakami. Das muss ich so ein bisschen sauber machen. Das ist hier ein bisschen Herr Nakano und die Frauen. Und hier weiß ich gar nicht so viel drüber, nur dass es in einem Trödelladen spielt. Und ich fand einfach das Setting eines japanischen Trödelladens so interessant und atmosphärisch stelle ich mir das vor, dass ich mir das auch unbedingt kaufen musste. Und die haben beide ganz, ganz wenig gekostet. Das nächste Buch möchte ich gerne zusammen mit Nicole lesen, deren Weihnachtskarte ihr schon gesehen habt, die aus dem anderen Buch fiel. Und das ist Beyond the Bright Sea von Lauren Walk. Und das Buch war nominiert für den Deutschen Jugendbuchpreis oder irgendwie sowas. Das ist ein Jugendbuch. Und wir haben das gefunden in so einer Liste toller Jugendbücher, die für irgendeinen Preis nominiert waren. In diesem Buch geht es um ein junges Mädchen namens Crow. Und Crow wird an einer Insel angespült als Baby. Also sie weiß quasi nicht, woher sie kommt. Und das ist ihre Suche nach ihrer Identität und ihrer Herkunft. Und es soll aber auch so ein bisschen fantastisch zugehen und dann auf dieser Insel spielen. Wir werden sehen. Dann wisst ihr ja bereits, dass ich im Jahre 2019 zwei Bücher von Margaret Atwood las und zwar die bekanntesten, also einmal The Handmaid's Tale, Der Robot, der Markt und den Nachfolger The Testaments, Zeugnisse, glaube ich, auf Deutsch. Und ich wollte gerne noch mehr von der Autorin lesen, denn ich habe auch ein Interview mit ihr gelesen und das fand ich auch wahnsinnig interessant. Sie ist sehr, sehr sympathisch und weiß so extrem viel, sodass ich mir dann einfach irgendein anderes Buch noch bestellt habe und das ist Elias Grace von Margaret Atwood. Das ist ein historischer Krimi, der in Kanada spielt, im 19. Jahrhundert. Und es geht um ein Dienstmädchen, das angeklagt wird, seine Arbeitgeber umgebracht zu haben. Und sie sitzt dann mehrere Jahre im Gefängnis, wird aber irgendwann wieder freigelassen. Und dann geht es so darum, wie sie ihr Leben gestaltet und wie ihr die anderen Menschen begegnen.
Und dann habe ich, da ich mich ja auch im Jahr 2019 ein bisschen mehr mit tschechischer Literatur beschäftigt habe, die hatte ich schon lange auf der Wunschliste und die gab es mir dann, dann sind sie einfach mit in meinen Warenkorb gewandert. Zum einen Milan Kundera, das kennt bestimmt der Großteil von euch, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, eine Liebesgeschichte, die in den 80ern geschrieben wurde, aber schon so zu den modernen Klassikern gehört. Und ich weiß gar nicht viel über das Buch, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, es ist wahnsinnig bekannt, aber Details könnte ich euch gar nicht sagen. Und so lasse ich mich dann einfach von dem Buch überraschen. Ich habe nur gehört, es hat ganz, ganz vielen gefallen. Und ich glaube auch, Sarah von Bookmarked hat es schon gelesen und er hat es auch gut gefallen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und das andere, das klang so schräg, dass es auch einfach mit in mein Regal musste. Ich habe aus dem Verlag bereits zwei oder drei andere Bücher, die auch ganz, ganz seltsam klingen. Und hier von Ludwig Wazulik, Die Meerschweinchen. Und das Buch soll starten als eine Art naturwissenschaftlicher Ratgeber für Kinder, die sich gerne ein Meerschweinchen halten möchten. Und es wird aber wohl im Laufe der Geschichte immer abstruser und man weiß wohl nicht so richtig, um was es denn wirklich geht. Und man fragt sich dann, womit hier experimentiert wird, ob das nun mit den Meerschweinchen ist oder mit dem Lesen, mit den Erwachsenen. Und es geht wohl irgendwie auch noch um die staatliche Bank und Angestellte, die dort klauen. Ich habe keine Ahnung, aber es klang so seltsam, dass ich das unbedingt ausprobieren möchte. Jetzt haben wir noch drei Bücher. Zum einen, das hier ist der Preisträger des Ich kann mir diesen Preis nicht merken. Steht es hier irgendwo? Nein. Der britische Preis für Naturliteratur im Unterland von Robert McFarlane. Und Robert McFarlane hat schon mehrere Bücher geschrieben, die sich alles so im Bereich Umwelt, Natur ansiedeln. Das hier ist ein ziemlich dickes auch. Und hier betrachtet er die Welt im Kleinen, also was so um unsere Füße herum und unter unseren Füßen herum passiert. Und das fand ich auch sehr interessant und ich würde auch gerne hier mehr darüber erfahren. Ich muss nur so langsam mal wirklich die Bücher, die ich jetzt so im Bereich Natur mir bestellt und gekauft habe, auch echt mal angehen. Und die letzten beiden Bücher, das sind Krimis. Ich habe das auch schon erwähnt, so in der kalten Jahreszeit habe ich doch auch so ein bisschen Lust auf Spannungsliteratur, auch wenn ich das sonst nicht so häufig lese. Aber das hier ist eine Krimireihe, die ersten beiden Teile. Und sie spielt in Kanada und soll auch so ein bisschen so cozy Krimi-Geschichten soll das sein. Hat es jetzt Sinn gemacht? Der erste Teil heißt Das Dorf in den roten Wäldern. Das Buch habe ich mir gebraucht bestellt. Das ist der erste Fall für Inspektor Gamache. Und es spielt wohl hier in einem kleinen Ort in Kanada. Hier sind wir noch so in der herbstlichen Stimmung. Und dann hier wird es schon Winter tief eingeschneit. Hier soll es wohl auch so ein bisschen weihnachtlich sein. Aber ich denke, das lässt sich auch noch gut im Januar lesen. Also mal schauen. Ich freue mich auch hier drauf. Das war ein Weihnachtsgeschenk meiner Mutti. Und wir sind jetzt durch mit den 13 Büchern. Ich habe keine Ahnung, wie lange das Video jetzt ist. Aber ich freue mich, dass ihr dran geblieben seid. Und wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis wir uns dann im nächsten Video. Und das wird vielleicht, wahrscheinlich, mein Lesemonat sein. Wiedersehen. Tschüss.